Hallo, ich meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und heute befinden wir uns auf der Rennebü. Es geht hier ganz schön rund zur Zeit. Das ganze Tal, also fast das ganze Tal, hat Weizen angebaut und alle wollen, dass ihr Weizen geerntet wird. Und ich bin da mittendrin. Das ist ein Gewusel. Aber um das alles vollkommen so richtig machen zu können, habe ich natürlich erstmal, wie ihr wisst, die andere Seite vom Fluss, wo sich ja die Mühle befindet, komplett neu einfahren müssen und Ausweichmöglichkeiten geschaffen. Bis jetzt funktioniert das alles. Die Fahrzeuge wuseln und arbeiten und tun und machen. Ab und zu bleibt mal irgendwo einer hängen. Da muss man eingreifen, aber im Großen und Ganzen funktioniert's. Jetzt mache ich mal die Anzeigen wieder an, damit der Ich mache den immer weg, wenn ich euch begrüße, weil dieser Kringel vorm Kopf, der stört mich. Na gut, es ist wie es ist. Da muss einer entleert werden. Vermutlich ist das der Drescher. Also switchen wir mal durch. Der ist unterwegs, um Stroh zu sammeln. Ich habe da mehrere. Aha, hier scheint das nicht richtig zu funktionieren, wie gehabt. Das ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass das nicht richtig. Mal gucken, er bastelt hier. Er will ihn abtanken, aber. Keine Ahnung, manchmal klappt es, manchmal nicht und ich weiß nie, warum es nicht klappt, wenn es nicht klappt. Das ist das Problem hier auf der Map. Aber wir schauen jetzt mal zu. Der fährt einfach nicht dran. Das muss mit dem Abstand zu tun haben. Den habe ich schon ein paar Mal verändert, dann geht es wieder eine Weile, auf einmal geht es wieder nicht. Ich weiß nicht, was das für ein Zirkus ist. Ich springe mal in den Abfahrer hier. Mein Herr, mein Gutster. Irgendwas stimmt nicht mit ihr, ne? Ich nehme dich mal raus. Und da gehen wir mal gucken, was da Sache ist mit den Einstellungen. Ich muss mal gucken. Jetzt weiß ich gerade auf Anhieb nicht, wo das war, aber ich glaube, das muss ich hier irgendwo hinschauen. Schauen wir mal schnell. Hier war das nicht. Nein, 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 nein. Hier vielleicht. Hier gehe ich, oh ja, den hatte ich zuletzt dazugekauft, deswegen, oder ne, gemietet. So, die Geschwindigkeiten, die lasse ich hier auf dieser Map, so wie es ist. Bei diesen kleinen Feldern hat das alles keinen Sinn, sich da irgendwelche anderen Einstellungen doch zu machen. Habe ich festgestellt, wenn die zu schnell sind, dann ist das nicht so alles. Jetzt gehe ich mal zurück. Ich gehe mal hier bei Autodrive rein. Das wird wohl eher sein. Ja, genau, hier war es. Abstandrohr, Kuckuck. Ja, was mache ich denn da? Es ist immer noch zu nah. Angeblich hat. Vorher hat es bei 0,6 alles funktioniert. Jetzt ist es bei 75 und er hat immer noch keinen Platz. Dabei hat das Schneidwerk außen eigentlich keine Kollision. Das ist das 14 Meter Schneidwerk. Ich verstehe das nicht. Das geht sonst immer. Ich gehe mal auf 0,8. Ich werde sehen, was passiert. Aber das ist ja nicht normal. Das habe ich noch nie gebraucht. 0,8. Na, schauen wir mal. Ich ziehe den jetzt hier mal ein Stück zurück und dann hoffe ich, dass er vernünftig ranfährt. Sonst fahre ich den von Hand daran. So. Ja, jetzt mache ich den hier mal wieder an hier. Na, jetzt fährt er vorbei. Das ist ein Eiertanz hier. Ja, jetzt fährst du Drescher abladen. Bin mal gespannt, ob du es auch wirklich kannst. Jetzt bin ich aber echt gespannt. Es ist also so richtig, wie ein Krimi ist das hier fast teilweise, was man hier so alles ausprobieren muss und rumstellen muss, hin und her. Und das ist nicht einfach, das sage ich euch. Also das ist tatsächlich wohl überwiegend eine Map für von Hand bedient zu werden. Du fahr doch mal ran jetzt hier, das kannst du doch. Also ich verstehe es nicht. Ich fahre jetzt ran. Komm. Du fährst jetzt hier ran. Guck mal, du kannst das. Verdammt nochmal. Warum ist das hier? Der hat plötzlich Kolli, hä? Tatsächlich. Na, das ist ja interessant. Also wenn das so weitergeht, dann muss ich mir tatsächlich ein schmaleres Schneidwerk besorgen hier. Tut der nicht richtig abladen hier. Aber jetzt.
Meine Güte. Ja, es ist ganz knapp, aber guck nicht mal, das ist unglaublich. Warum ist das? Na, vielleicht ist das, weil es hügelig ist. Ja, genau. Das spielt eine Rolle, fällt mir mal gerade eben ein. Es ist eine ungünstige Stelle zum Abladen. Und wir haben hier sehr oft so kleine Schrägen und Hügelchen auf den Feldern. Dann lassen wir jetzt mal, wie er ist. Und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ich hoffe, es funktioniert. So, jetzt kann der erstmal seine Arbeit weitermachen hier. Okay, bist du aktiviert? Nee, aber jetzt. Eieieiei. So, ja, da kannst du warten, da bist du dem Drescher auch nicht im Weg. Das ist schon mal gut, jetzt schalten wir weiter. Hier ist das nächste Problem. Aber das funktioniert hier tadellos. Ich habe hier mit einer blauen Linie gearbeitet. Der Nächste, der steht dahin und wartet, dass der endlich abhaut. Und die hauen nicht von alleine ab. Ich habe schon so viel probiert. Die tun es einfach nicht. Und richtig eingefahren ist es. Mit der blauen Linie, wie man das jetzt so kennt. Aber hier ist es auch knapp mit dem Platz. Bloß die fahren alleine dann. Manchmal fahren sie alleine los. Und manchmal nicht. Und da weiß man dann halt einfach wirklich nicht, warum. Jetzt gehen wir mal hier hochgucken. Der nächste müsste der jetzt dann, wenn der kurz weg ist, um die Ecke kommen und seinen Job hier machen. Ja, und da ist er. Ich spring mal rein. So, der fährt jetzt hier vor. Schauen wir jetzt mal zu. Es kann natürlich sein, jetzt beim Vorführeffekt, dass er von selber losfährt. Ah, ich würde mich freuen. Das wäre schon mal wieder was. Sehr oft bleiben sie einfach stehen. Der lädt jetzt erstmal ab, dann anschließend fährt er noch ganz hinter. Und dann bleibt er einfach, ja meistens jedenfalls, stehen. In der Zeit kommt meistens der Nächste schon ran. Ich habe drei vier sind es jetzt. Vier Abfahrer habe ich laufen mit Stroh sammeln. Wenn man im ganzen Tal das Stroh einsammeln muss, und das Stroh, das ist das, was jetzt momentan das meiste Geld einbringt. Da bin ich ganz dahinterher, dass ich da alles mitkriege. Denn ansonsten habe ich hier noch nicht so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Nach wie vor nicht. Für die Ernten kriegt man nicht so riesig viel. So, jetzt fährt er zurück. Und dann bleiben sie meistens stehen und fahren einfach nicht wieder los. Und ich weiß nicht, warum. Manchmal fahren sie... Doch, der fährt jetzt. Na, guck mal an. Also es ist nicht falsch eingefahren. Das steht fest. Es liegt an irgendwelchen anderen Dingen, dass es manchmal so ist, dass sie nicht fahren. Der ist jetzt losgefahren. Ja, prima. Gratuliere dir. Du hast wenigstens kapiert, was du sollst. Schalten wir weiter durch. Hier ist der andere. Der ist hier auf dem Feld angekommen, aber ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen. Das ist die 4. Das werden wir dann gleich mal ändern. Bleib mal stehen. Du kriegst jetzt die 10. Oder welches hatten wir noch? Die 17 wird gerade geerntet. Ne, die 10 war das nächste. Dann gebe ich dir mal das Feld Nummer 10. Und da muss ich aber hier rein. Lass mal den da raus. Die Nummer 10, den kriegst du jetzt. So. Und dann wirst du mir das bitte schön dort absammeln. Das ist ganz in der Nähe. Hier findest du nichts mehr. Hier hast du alles brav gesammelt. Wir bleiben mal kurz dabei. Ich will mal gucken. Man muss die Banausen echt gut im Blick behalten. Da drüben liegt noch Stroh. Welches Feld ist das denn? Die 2. Na, guck mal an. Da ist noch was drauf. Komm, das holen wir mal eben von Hand. Halt. Ich mische mich hier mal eben ein. Das will ich nicht liegen lassen. Das ist zu viel. Das ist pures Geld, mein Schatz. Dort wart ihr vorher am Sammeln. Das sieht nicht gut aus, was ihr hier gemacht habt. Das sammle ich jetzt von Hand. Die Kurven hier, die muss man ziemlich langsam fahren, sonst kriegt man sie nicht mit. So. Hier, guckt ihr das an, was hier noch liegt. Meine Güte. Das ist ja pure Verschwendung, wenn man das liegen lässt. Aber jeden Zipfel nehme ich natürlich jetzt nicht mit. Die Kurven da oben, die werde ich auf jeden Fall noch räumen hier. Da liegt auch ziemlich viel.
Sauber geerntet ist auch was anderes, aber das ist nicht mein Feld. So, die kam am Ohr. Bis auf den Klecks haben wir es geräumt. Das ist schon mal gut. Jetzt nehmen wir uns das hier. Das ist doch schon ziemlich viel. Schaut euch mal an. Das ist ja fast ein halber Anhänger hier. Und jetzt nehme ich mir auch das hier noch. Ganz klar. Da vorne ist noch eine Kurve. Tatsächlich. Die nehmen wir auch mit. Ganz klar. Die fahre ich aber von hier aus an. Ach, da ist noch eine. Zwei Kurven. Drei Kurven. Na, die nehmen wir alle mit. In den Kurven liegt immer ziemlich viel. Und das sind dicke Haufen, die hier rumliegen. Die lasse ich doch nicht liegen, wo ich so knapp bei Kasse bin. Nee. Ich will ja hier vorwärts kommen, endlich mal, ne? So. Jetzt nehme ich die Kurve hier. Wenn ich sie denn gut kriege. Muss man auch ganz schön lenken und gut aufpassen. Wenn man die haben will. So breit ist die Aufnahmefläche nämlich nicht. Ach, jetzt kommt der hier an. Bist du derjenige, der hier welcher? Ja, alles klar. Die schicke ich dann auch zur 10. Wir holen das jetzt manuell hier. So ein Geschlonze hier. Für so einen Anhänger Stroh gibt es nämlich ganz schön Geld. Und das lassen wir nicht liegen. Nee, 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 nee. So. Hier ist auch noch ein Stück Kurve. Nehmen wir uns auch mit. So. Der Anhänger ist voll. Schaut euch das mal an. Und der andere, der fährt hier schon eine halbe Ewigkeit rum und das sieht mal nicht gut aufgeräumt aus. Echt nicht. So, wie viel haben wir jetzt drinnen? 95%. Ich fahre mal hier hoch. Der fährt jetzt die Linie da ab. Ah, du bist jetzt voll. Du darfst jetzt fahren. Du fährst jetzt abliefern. Und die 10 hast du ja schon drin jetzt, die Nummer 10, die gehst du als nächstes an. Also jetzt fährst du das mal abliefern. So, und ich springe hier mal ab. Werde ich mir den mal schnappen dort. Das ist ein Gewusel zurzeit hier auf den Feldern. Und auf den Straßen, sage ich euch. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Bei so vielen Feldern, da muss... Lässt du mich vielleicht mal mit? Der hat ein ganz schönes Tempo drauf. So, mein Freund und Helfer. Halt, wir machen manuell den Rest hier weg. Die Häufchenparade lasse ich. Aber hier den Streifen, der bleibt nicht liegen. Nein, nein, nein. Und dann gehst du weiter zur 10. Ja, ich sollte vielleicht einschalten, ne? Ich sollte mal einschalten. So. Aber jetzt. Genau, jetzt klappt das. So. Na komm, nehmen wir das noch mit hier. Das, was in der Nähe ist. Da hinten ist, nee, das steht noch Getreide, das sind keine Häufchen, aber da links haben wir noch. So, okay. Drehen wir hier mal ein paar Pirouetten. Hier, das ist schon noch. Das summiert sich. Na, da bin ich jetzt nicht gut drauf gewesen auf dieser Kurve. So. Da drüben liegt auch noch so eine richtige Kurve, wie ich gerade sehe. Da muss ich gleich mal gucken, die holen wir uns auch. So, das Feld ist abgesammelt, würde ich mal sagen. Das ist in Ordnung, aber da drüben, das bleibt auch nicht. Welches Feld ist das?
die 4. Ach, da wart ihr vorhin zu Gange. Auch die ganze Zeit. Aber hier hinten, das habt ihr nicht geholt. So, so. Okay. Da habe ich jetzt mal nicht gut gucken können, wegen den Bäumen. Da fahren wir nochmal von der Seite ran. So. Ja, schaut es euch an. Fast ein halber Anhänger, den wir jetzt hier geladen haben. Ich fahre mal das Feld hoch, mal gucken, ob da noch irgendwo so eine Ecke ist, wo mehr liegt. Wenn es schneller geht, schalte ich mal den Anhänger aus. Hier links war gerade was. Das sollte ich vielleicht auch noch mal mitnehmen. Das ist auch nicht gerade so wenig jetzt hier. So. Okay. Sicher Kleckse wie da jetzt, das lasse ich natürlich. Aber ich denke mal, da vorne gibt es noch Kurven. Sieht man schon von Weitem da links. Schaue ich mal, oder ist das was, was noch steht? Nee, das ist eine Kurve, aber hallo. Die tun wir uns einkassieren. Die habt ihr auch nicht gut genommen. Ja, die könnt ihr einfach nicht richtig nehmen. Das ist durch das schwingende Hinterteil des Dreschers. Dass da solche intensiv ausgefeilten Kurven entstehen und die könnt ihr nicht sammeln. Ja, ich weiß. Ich weiß ja. Aber wenn ich dann manuell gerade mal dabei bin, dann nehme ich sie mir halt mit. Ganz klar. So, jetzt ist dieser Anhänger auch schon halb voll. So, jetzt geht's weiter zu 10 mit dir. Ganz klar. Die beiden Felder sind in Ordnung soweit jetzt. So, dann ab zur 10. Das müssen wir dann noch einstellen, ganz klar. Nee, nichts Weizen. Das ist Stroh. So, Weizen geht auch nicht zum Tierhändler, ganz klar. So, und hier muss ich das natürlich jetzt auch machen, ganz klarer Fall. Wir brauchen jetzt die 10. Ja, ich lasse dich mal auf nahesten Wegpunkt. Ich denke mal, der andere hat ja da schon angefangen, was getan. Ich lasse das mal so. Ich werde sehen, dass der da jetzt hinkommt. Wir sind schon bei 17 Minuten. Ich schalte jetzt mal durch. Was ist hier los? Ach, du bist zurückgekommen und der Drescher ist ja jetzt auf der 10. Ja, ist klar. Nee, das ist die 10. Ach, die 10 ist zum Sammeln. Der Drescher ist auf der 17. So ist das jetzt. Genau, wir waren ja weitergekommen. Muss ich den natürlich... Komm mal mit. Ja, Motor starten, ganz klar. Der Strohsammler will da drauf. Komm, wir müssen hier weg. So. Du musst jetzt vor 17 den Drescher abtanken. Wirst du das finden? Ich hoffe es. Das sind hier verschlungene Wege, die hier überall lang führen. Kann ich euch sagen. Aber schon interessant, wenn man dann da so zuschaut. So, den lasse ich jetzt mal fahren. Ich will mal gucken, wie das aussieht bei den anderen. Du sammelst hier bereits auf der 10. Naja, dann mach du mal dein Ding. Du hast jetzt gerade begonnen, nicht? Ja, mach mal. Aha, hier. Den müssen wir wieder weiterschicken, ganz klar. Zur 10. Der darf da mitsammeln. Jetzt haben wir hier wieder ein Schauspiel. Okay. Da, das ist wieder ein Balletttanz hier. Eieieiei. Wie lange geht der Tanz schon, hm? Fahr jetzt mal ran. Wir wollen vorwärts kommen. Wir haben noch das ganze Tal zu dreschen. Wieder nicht. Das lobe ich jetzt nicht, echt. Was ist denn das für ein Quatsch heute?
Letzte Nacht ging das sehr gut. Halt. Bleib mal stehen. Du sollst stehen bleiben. Boah, ich glaub's nicht. Ach, ich bin im Drescher. Deswegen. Eieiei. Der arme Kerl da, der hat wieder Probleme. Der hat wieder Probleme und Problemchen und kommt nicht zurecht. Nein, 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 nein. Macht denn der jetzt da vorne? Ich glaub's nicht. Jetzt fährt der plötzlich los. Habe ich da was eingestellt, dass er das soll? Naja. Mann, 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 Mann. Was machst du denn? Ah ja, alles klar, deswegen. Ich hatte dich ausgestellt, ne? So, ich stelle dich jetzt wieder dahin, wo du warst. Denn dort geht's nachher weiter. Du musst hier stehen bleiben. Da, wo du dein Häufchen gemacht hast, musst du stehen bleiben. Das ist ein ganz schönes Häufchen. So, wenn man jetzt so guckt, das Rohr ragt doch drüber hinaus, das sollte doch klappen. Aber anscheinend ist es immer noch zu kurz irgendwie, ich weiß nicht. So, da ist der Wegpunkt, jetzt schalte ich das mal an, damit er dort stehen bleibt oder auch nicht. Warst du noch nicht ganz voll? Was machst du jetzt? Und das, was da stehen bleibt, ist auch wieder nicht so toll, ne? Was wird das jetzt von Eiersand? Ja, jetzt melden. Du bist voll beladen. Jawohl, sehr gut. So, und ich kümmere mich jetzt hier. Man kann hier durchgehen. Da ist keine Kolli drinne. Warum klappt das nicht? Ja, doch, irgendwie ist Kolli drinne. Der geht nicht richtig durch. Guck mal. Wir haben hier ein Problem mit dem Schneidwerk. Ah ja. Da ist mit plötzlich teilweise Kollision drin. Na, guck mal an, wie kommt das denn? Das verstehe ich jetzt nicht wirklich. So. Ich werde den jetzt. Ja, wenn ich den noch weiter wegnehme, da erreicht das Rohr den Anhänger nicht. Das hat keinen Zweck. Ich fahre den jetzt von Hand daran abtanken. Komm mal her. Damit das hier weitergeht. Das ist schon ein Ding. Das hängt mit dem Schneidwerk zusammen. Also ich muss mir ein anderes, schmaleres Schneidwerk besorgen. Das 14 Meter hier funktioniert nicht. Leider. Na, dann dauert das ja ewig, wenn ich die Felder hier alle abernten soll. Aber ich verstehe das nicht. Gestern ging es doch noch. Aber auch nicht reibungslos. Es hat auch solche Zwischenfälle gegeben schon. Sehr eigenartig. Vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwas anderes ändern kann. Man wird manchmal ganz schön erfinderisch, wenn man solche Erfahrungen hier sammelt. So, ich lasse dich jetzt mal hier stehen, mittendrin. Ich gucke jetzt noch mal. So. Oh, die Kurvengeschwindigkeit, die ist ja auch plötzlich wieder oben. Na gut, aber ich denke mal, dass bei diesem so schnell fährt er ja gar nicht. 0,8, das lasse ich so, mehr geht nicht. Und hier wollte ich auf 95 gehen. Ja, doch, auch du auf dem Feld wirst du absammeln. Fruchtumfahrung, nein. Wieso ist denn die an? Also hier hat sich irgendwas getan, vermute ich mal. Während ich gebaut und getan habe und Felsen verschoben habe, keine Ahnung. Das ist ja alles. So, machen wir das mal so. Vielleicht liegt das. Vielleicht war das schon der Grund. Aber ich gehe noch mal weiter. Da gibt es doch noch andere Einstellungen.
Was haben wir hier? Ja, das ist auch ein Linienhöhe, Bodenhöhe, jawohl. Wo war denn das mit der Kollision? Ich wollte das mal probieren, die Kollision auszustellen. Ja, das ist in Ordnung alles. Nein, ich verbinde selber. So, was haben wir hier? Noch Kollisionserkennung. Da gehe ich jetzt mal auf Nein. Mal gucken, was dann passiert. So. Und jetzt schalte ich dich wieder an. Na, Entladedrescher steht da. Auf Ruf warten. Okay. Wir bleiben mal dabei. Der ist ja gleich fertig da hinten. Dann schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Und fahr los. Ach nee, da muss er erst das Ärmchen ausstrecken, ne? Jetzt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt gespannt, was jetzt wird. Er fährt schon mal sehr zielgerichtet dahin. Das ist schon mal gut. Bist du jetzt. Nee, du drehst ab. Okay. Kleiner Balletttanz, aber wenn das hilft und du endlich Fall alleine ablädst, das wäre gut. Also abtankst, nicht ablädst. Abtankst. Schauen wir mal. Ja, na also, geht doch. Eieieiei. Dann lasse ich die Einstellung jetzt so. Gut. Ja, meine lieben Zuschauer, die Zeit ist schon wieder um. Leider. Das geht immer so schnell. Na? Gleich leer. Okay. Klapp dich zu. Jawohl. Du kannst dann auf das nächste Feld warten. Das bekommst du dann gleich mitgeteilt. So, ich steige jetzt hier aus. Okay. Ja, meine lieben Zuschauer, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und auch über jeden Kommentar, auf den ich schon ganz gespannt bin. Und natürlich ist es auch immer wieder richtig, richtig klasse zu sehen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, was hier auf YouTube natürlich kostenlos ist. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, betätigt bitte die Glocke. Wenn das Fenster da aufgeht, wenn ihr die Glocke anklickt, dann wählt bitte die ausgefüllte Glocke aus und klickt diese an. Dann bekommt ihr wirklich jede Meldung, wenn ich etwas Neues hochlade. In dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Maritze.